Hallo und herzlich willkommen zurück zu TFT Ranked. Letztes Mal haben wir gespielt als... ich will Varus. Als der neue Patch noch nicht draußen war. Und jetzt sind die ganzen neuen Champions, also das Hextech-Team draußen, seit Mittwoch. Und ja, genau. Wir werden mal schauen, ob wir die spielen oder die neuen Demons. Also Demons haben sich ein bisschen verändert. Die burnen jetzt nicht mehr so krass das Mana, aber dafür klauen sie das Mana mehr. Also sie können dann öfters ihr Ulti machen, was auch sehr nice ist. Nobel wurde auch ein bisschen gepuncht. Okay. Die bekommen, glaube ich, jetzt mehr Rüstung. Und noch ein paar andere Sachen. Also Katharina wurde ein bisschen verbessert auch. Noxus wird sich erheben. So. Genau. Genau, Katharina wurde ein bisschen verbessert. Die Akali, glaube ich, auch sogar. Obwohl die schon ziemlich heftig ist. Zed wurde verbessert. Allgemein die Ninjas wurden ein bisschen erhöht. Brawler wurden ein bisschen genervt. Und Joe wurde ein bisschen genervt, was auch verständlich ist. Der war ein bisschen zu heftig. Genau. Ups. Was ist denn jetzt los? So viele bekomme ich doch sonst nie. Klingmeister, Schläger. So, jetzt machen wir mal ein bisschen Pushy-Pushy. Schutzengel ist natürlich auch, Entschuldigung. Schutzengel ist natürlich auch immer ziemlich stark. Was ist denn hier los? Warum bekomme ich... Hä? Das ist ja heftig. Okay. Das ist natürlich ganz nett. Das ist natürlich super. Aber ich gebe die noch nicht aus. Ich warte erst mal ein bisschen. Also die ersten drei, also deshalb werde ich sicher verlieren. Ich gehe erstmal bis zum Circle auf Losing Streak. Und ja, schauen wir mal. Also hier will ich auf jeden Fall Static machen. Oder Phantom Dancer. Je nachdem. Also wenn wir auf Magier gehen, dann machen wir Phantom. Und wenn wir eben Bogenschützen gehen, dann gehen wir Static. Wir können auch... ach, es gibt so viele Möglichkeiten. Neue. So. Für die Masia. Ich weiß, was in den Schatten lauert. Wir könnten jetzt auch sogar Brawler gehen. Ja, jetzt haben wir halt keinen Tank, aber... Ja, wir gehen sowieso auf Losing. Gut. Ich wollte gerade sagen, so wehe, ich gewinne hier, aber der ist ja Level 2, ja. Also alles in Ordnung. Gut. Das war der nächste. Von Items würde ich jetzt auf Knochenbogen gehen.
oder auf den Belt. Oder den Gürtel. Okay. Das sieht schon fast ein bisschen... bisschen nach Wild Shapeshifter Wilds aus. Ah, ich kann noch einen raustun. So, dann. Ich hätte Nidalee rausholen können, aber das wollte ich jetzt nicht, weil ich auf verlieren gehen will. Okay, einen noch erschießen. Oder auch nicht. Muss nicht sein. Nein! Ach, verdammt. Ja, okay, aber ich glaube, ich bin als zweites. Ja, okay, ich bin noch in der zweiten Runde dran. Das ist in Ordnung. Das ist in Ordnung. Gut, dann gehe ich auf. Dann hole ich mir, pass auf, dann hole ich mir, wenn er bis dahin noch da ist, den Gürtel hier. Wenn er weg ist, dann versuche ich einen Bogen zu bekommen. Aber ich glaube, ich bekomme, ja, super. Dann werden wir wahrscheinlich jetzt wieder auf Wild gehen. Also mit Magiern, Brawlern. Ja. Kommt halt darauf an, was wir jetzt bekommen alles. Also wenn wir jetzt, also um Wild zu gehen, brauchen wir noch, noch einen Warwick. Ja. Wirklich nochmal einen Warwick. So. Wir machen hier trotzdem mal Morellos. Weil Morellos ist eigentlich immer gut. Und mit seinem Schuss macht er eh. Macht er eh einen guten Magic Damage. Okay, der geht auch auf Wild. Schmarrn. Ah, Mann. Auf Nobel. Ritter Nobel hat er. Das ist halt doof, dass ich da gewonnen habe. Aber kann man nichts machen. So. Ja, nochmal sie. Okay, hier ist nochmal er, hier ist er. Hier ist sie. Ach, das ist ja... Das ist ja gerade dämlich. Das ist gerade sehr dämlich. Weil jetzt haben wir bei Nobel 2 Level 2er und wir haben bei Wild 2 Level 2er. Eieiei. Was nehmen denn die anderen? Der nimmt Wild. Der nimmt Demon. Der nimmt, also zweimal Level 2er Elise haben wir schon als Gegner, also die kann ich eigentlich schon fast verkaufen, weil bis wir eine Level 2er Elise zusammenbekommen. Ja, okay, und die gehen, also hier haben wir einen Nobel, hier haben wir einen Nobel. Hier haben wir viele Nobels. Deswegen werde ich das jetzt mal tauschen. Hier 3er Wild. Den können wir ja trotzdem noch drin lassen.
So, Morgana ist, wie ihr wisst, immer gut. Bin ich immer ein Fan von. Morgana können wir hier jetzt auch ziemlich toxic machen. Und das zusammen, genau, Speer. Da können wir die Morgana wirklich zu unseren Main machen. Oh, was kommt denn da geflogen? Noch ein Morellos, würde ich sagen. Okay, das ist ein Item. Das ist ein Item. Das ist das nächste Item. Wieso bekommen wir so viele Nobel, wenn es so viele Nobel gibt? Das ist ja komisch. Gut. Ich gehe mal wieder hier auf diese Seite. So, das geben wir ihr schon mal beides. Und ich weiß noch nicht, ob ich den Varus noch behalte, aber momentan gibt er einen guten Demon Buff. Nochmal eine Wayne. Okay, das sieht schon mal ganz gut aus. So, nochmal eine Wayne. Was ist denn da los? Ich dachte, es gibt so viele. Der geht auf Assassin, der geht auf Brawler. Der geht auf Brawler, bisschen Magic. Der geht auf Eis, ein bisschen Demon, der geht auf Noble, der geht auf Gun, der geht auf Assassin mit Wild, Assassin. So. Die Spinne mache ich mal weg. Ich gebe die, den Noble auch noch nicht komplett auf. Obwohl ich es wahrscheinlich besser machen sollte. Eine Seele kann nur einmal gebrochen werden. Wahrscheinlich wäre es klüger, das jetzt zu machen, weil... Wer ist das? Ah, das ist... Okay. Ah, da. Okay, Zauberer. Ach komm, wahrscheinlich werde ich es bereuen, aber ich muss es mal ausprobieren. Also ich muss mich halt langsam fokussieren auf eine Fraktion. Und da so viele Wald... oh Mann, ich bin mein Wald, ne? Da so viele auf Noble gehen, werde ich das jetzt mal nicht tun. Okay, den Varus tue ich jetzt mal raus, tue den da rein und gib der Morgana. Oder ich warte noch. Also wenn ich jetzt einen Stab bekomme, aber ich bin als letztes dran, wenn ich jetzt einen Stab bekomme... Also einen von den beiden gebe ich der Morgana und lasse den Varus drin. Und wenn nicht, dann tue ich eben einmal Varus raus, einmal Varus verkaufen. Okay. Sieht wohl so aus, als würde ich einmal Varus verkaufen. So, dann hole ich mir die Träne. Die ist auch eigentlich immer... Die ist eigentlich immer gut. So, was haben wir hier unten? Eigentlich nichts. So, dann bitte einmal raus, einmal rein. Einmal verkaufen, einmal hier. So. Maximal eher noch. Okay, da ist die Nidalee. Die kaufe ich ja, wenn ich gewinne.
Befreiungsschlag ist auch ganz schön. Ich könnte jetzt auch ein Level abgehen, aber ich nehme lieber noch das Einkommen mit. Ah, das ist der Brawler. Viermal Brawler. Aber ihn. Das ist natürlich nicht so geil. Ja, Morgana ist halt ja wirklich am Schüsseln hier. Aber schade, dass sie halt ja nicht an ihn rankommt, ne? Sonst wäre er auch tot. Ah, Mann. Naja. Aber viel. Das ist eine schöne Einheit. Viel habe ich ja dadurch nicht verloren. Das ist schon mal ganz gut. Ich hol mir ein Level. Also einmal XP. Was macht der? Ah, der ist der Frosty-Typ. Gegen den, wenn ich gegen den arbeite, muss ich hier hin. Weil dann greife ich gleich hier an. Aber gegen die Assassinen habe ich gute Chance, wenn die Morgana schnell ihr Ulti macht. Ulti, Ulti, Ulti. Sehr schön. Stun, Stun. Ah, das war zu spät. Gut. Das war zu spät. Aber ich habe auch keine Frontline. Also Warwick als einzige Frontliner ist halt nicht ganz so gut. Da brauche ich einen hübschen kleinen Dinosaurier hier unten. Da gefällt mir gerade auch nichts, aber ich spare einfach. Das ist auch immer ganz gut. Varus muss ich ja auch bald ersetzen. Ich könnte versuchen, nächstes Mal einen Spatula zu holen, also wenn es einen Spatula gibt, und mit der Träne zum Dämonen zu machen und dann eben den Cho'Gath zum Dämon zu machen. Das wäre richtig geil, weil dann bekommt er richtig viel Mana. Und ist zusammen mit der Morgana ein ziemlich cooler Dämon. Und da kann ich den Varus eben raustun. Ich habe gegen die Wölfe verloren. Ja, okay. Gut, dann mache ich mal ihn da rein. So, jetzt habe ich schon mal einen Level 2 Schläger. Lulu ist auch... Ja, komm. Lulu kam jetzt das zweite Mal. Brand. Brand ist auch ultra gut. Mit denen tue ich ja statt Varus dann rein. Dann habe ich immer noch den Demon-Buff und... Okay, das geht schon besser. Dann habe ich den Demon-Buff und dazu noch ein sehr geiles Ulti. So, dann verkaufe ich den, tue den rein. Ja, jetzt kommt Varus, ne? Jetzt kommt Varus nochmal. Der will mich doch verquaken. Okay. Also, Lulu kommt auch sehr oft. Ah, oh. Ich habe immer noch Ash. Die brauche ich natürlich jetzt nicht. Lulu 2. Also. Ich brauche Cho. Ich brauche Morgana. Und ich brauche Brand. Dringend. Ach du. Du Puppel. So. Ja, mach da nur die. Mach da nur die. Ja, fast ein gutes Ulti. Ja, ich habe halt zu viele Level 1 noch. Aber ist in Ordnung. Ich habe eine gute Economy und bin noch nicht unter 50. So. Morgana, sehr gut, sehr wichtig.
Ja, Sechura ist auch wichtig, aber wir gehen dieses Mal da. Super. Wir gehen gerade nicht auf Eis. Deswegen. Gut. Das Ulti ist schön. Yes. Es war close, aber noch möglich. So. Wir müssen jetzt schauen, dass wir einen Spatula bekommen, aber wir bekommen keinen Spatula, weil wir der Erste sind. Okay. Dann versuchen wir den Cho'Gath zu holen. Oder Katos ist auch immer cool. Katos ist ein cooler Mage. Boah. Nee, ich hol den Bogen. Aber wieso war ich gerade vor den anderen dran? Das ist gerade ein bisschen seltsam. So. Die verkaufe ich. Lass uns alle Farben nutzen. Ich könnte das so machen. Und dann habe ich nämlich Zauberer. Ich werde Ihnen zeigen, wie es ist, zu fallen. Ja, da die Morgana ist halt so geil. Die hat halt übelst damit gemacht. Also, wenn die mal rankommt, dann GG. So, jetzt haben wir Schläger, Dämonen, Bestie und Zauberer. Ein bisschen Kuddelmuddel. Aber es ist noch alles im grünen Bereich. So. Alles im grünen Bereich. Auf zur Pirsch. Nochmal. Nidalee. Nochmal Nidalee. Oder Speer. Dein Schicksal ist besiegelt. Ja. Gut, mit Level 7 holen wir die Nidalee wieder rein. Vielleicht bekommen wir die auch auf Level 3. Ach, das ist wieder der Assassine. Mal schauen, ob Morgana dieses Mal mehr ausrichten kann. Ja, ein bisschen mehr schon. Ja. Sehr schön. Die hat ja kurz nacheinander zweimal ihr Ulti gemacht. Das ist natürlich sehr geil. Das ist natürlich sehr gut. Ja, Joe müssen wir auf jeden Fall hochbekommen. Ich werde Ihnen zeigen, wie es ist, zu fallen. Ja. Das ist es wert. Vielleicht bekomme ich auch hier Geld. Ups. Das wäre gar nicht schlecht. Ja, Spatula wäre natürlich geiler. Zweimal Stun ist auch cool. Okay. Zweimal Hydra ist jetzt nicht das, was ich wollte. Die Dunkelheit erhebt sich. Ich empfehle Hüpfen. Ich kann aber ihn
Ihm kann ich ja den Rapid, warte, heißt das? Schnellfeuer, ja, Rapid Fire heißt das, glaube ich. Geben, damit er von überall her ballern kann. Ach, das war doch eine Zeit lang der erste, ne? Kann das sein? Ja, hier, das da. Aber warum hat er stattdessen... Oh! Das ist interessant. Der hat mich auseinandergelegt. So, ja, mit der Elise macht man halt immer sehr viel Damage am Gegner, wenn man gewinnt. Das ist immer sehr, sehr bitter. Okay, Level 2. Da mache ich Nidalee wahrscheinlich. Warte, dann mache ich so. Swain, ui, der ist auch geil. Okay. Wir sind im Krieg. Sie kommt weg. Muss leider. Okay, jetzt habe ich ja Level 3. Level 3 Lulu. Das ist geil, weil ich kann zwei zusätzliche Ziele hochpushen, was extrem stark ist. Gut. Miss Fortune könnte ich auch versuchen zum Zauberer zu machen, aber mache ich nicht. Ich brauche unbedingt jetzt Cho'Gath. Ich werde Ihnen zeigen, wie es Cho'Gath zu fallen. Cho'Gath. Will einfach nicht. Ich muss die beiden auch trennen wegen dem Hextech. Ein bisschen zu böse. Sehr schönes Ulti von Cho'Gath, aber zu spät, glaube ich. Wobei, Morgana macht jetzt wahrscheinlich den... Nee, das war zu spät. Okay, das habe ich... mit dem habe ich nicht gerechnet. Wow. Gut, was gibt's hier? Hier gibt's eine kostenlose Einheit. Zweimal Spatula. Ich will auf Spatula gehen. Aber ich bin als letztes dran, deswegen werde ich keinen Spatula bekommen. Dann nehmen wir... habe ich mir gerade... Nee. Dann nehmen wir sie. Und sie ist auch weg. Nee, sie ist noch da. Super, dann nehmen wir Morellos natürlich. Gut. Wer bekommt Morellos? Ich würde sagen... Cho'Gath? Ich weiß es nicht, weil Cho'Gath ist noch nicht... Doch, komm. Cho'Gath bekommt Morellos. Jetzt die Träne. Dann ist er bereit für Spatula. Uiuiui, was ist das denn? Das sieht sehr bitter aus. Ulti? Yes! Aber er macht auch ein gutes Ulti. Die jumpen einfach die ganze Zeit nur noch in die Luft. Das ist lustig. Ah, schön. Das war schön, so. Vielleicht tue ich auch lieber... ich weiß nicht. Vielleicht tue ich auch den Kasadin. Nee, tue ich nicht. Ich wollte ja gerade überlegen, ob ich Kasadin für Swain rein tue, aber vergiss es. Swain ist jetzt in the Hood. In the House.
Come on, Onkel Klaus, Entschuldigung, es tut mir leid. Schneller, schneller. So. Und ich habe immer noch nicht Joe. Mann. Alter, wie viele Einheiten haben wir? Ja, geh doch nicht so weit raus. Du bist der Carry von mir. Aber krass, dass er die so lange überlebt hat, ohne Items. Okay, den mache ich jetzt platt. Gut. 6500 hat Morgana gemacht. Uiuiui. Hier muss ich schauen, dass ich überlebe. So. Ach, Joe, jetzt komm halt. Vor allem, ich bekomme so ein Scheiß-Item, ne? Das... Oh, Mann. Die anderen bekommen wahrscheinlich coole Items. Schau, der bekommt... Phantom Dancer, ich glaub's nicht. Phantom Dancer ist natürlich viel besser. Aber egal. Das bekommen wir schon noch hin. Ja, dann bekommt er halt das. Joe. 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 Ach, das gibt's doch nicht. Unzufrieden. Aber egal, also. Okay. Hier sind drei, die alle auf Level Stufe. Oder ersten Platz sind. So. Ja, das war sein Nachteil, dass der Swain und die Morgana ihr Ulti raushauen konnten, bevor er alle gefreezed hat. Das war mein Vorteil. So, Joe. Nein. Nope. Nope. Das gibt's doch nicht. Ich brauche nur einen verdammten Joe. Der hat dreimal Joe. Der hat keinmal Joe. Ja. Okay, der hookt. Der kann sie hooken. Das macht nichts. Okay, also er braucht Spatula. Er braucht den. Ah, ich kämpfe gegen. Ah. Ich glaube, gegen den verliere ich sogar. Weil ich gewinne sogar. Okay, ich hätte jetzt gedacht, weil die Jinx so extrem krass ist. Und er hatte noch Morgana, aber er hat, glaube ich, Morgana. Ja, der hat sie noch mit keinen Items voll geboostet. Einfach kein Show. So, ich setze mich mal um. Dann komme ich schneller an sie ran. Und er kann schneller sein Ulti machen. Okay, ich setze mich wieder zurück. Verdammt. Spatula, Spatula. Hier. Oder er. Oh, das ist gemein. Ich mache ihn ja jetzt einfach zum Demon. Dann habe ich ja nämlich dreimal Dämonen. Und ich glaube, das ist besser. Ich glaube, das war jetzt besser. Demon. Und wieder zurück.
verteile die mal ein bisschen mehr, damit nicht alle... Ich bekomme einfach keinen Job. Damit nicht alle das... genau, jetzt haben es nur die und... also mit dem Item meine ich. Mach Ulti. Du bist nicht durchgekommen. Aber ich glaube, das ist jetzt... shoot. Wieso habe ich gegen seinen Klon gewonnen? Ja, da hatte ich... da habe ich mich anders aufgestellt, ich Idiot. Gut, danke fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Bye.